Hallo, ich muss jetzt mal doch wieder ein Video über Trump auf Deutsch machen. Diesmal muss ich mich jetzt mal wirklich von Trump distanzieren, ja, weil weil ja, vor allem meine Videos auf Englisch, ja, das klingt ja manchmal so, als wenn ich irgendwie Trump unterstützen würde und so. Das ist ja, das Problem ist, ja, ich habe überhaupt keine deutschen Nachrichten geguckt. Bis auf das eine Mal vor 2 Jahren, wo ich die deutsche Nachrichtenberichterstattung kritisiert habe. Ja, aber ich habe auch nicht die deutsche Nachrichtenberichterstattung als Ganzes kritisiert. Es war nur eine Sendung. Ich habe gedacht, oh, da ist vielleicht eine Sendung, ja, die Trump verteufelt. Ja, aber mir war überhaupt nicht bewusst, ja, dass, ja, also wie schlimm Trump in Deutschland ist, ja, das ist ja Hitler, ja, also wirklich, ich habe jetzt ein bisschen Radio gehört, das ist Hitler, ja, und natürlich finde ich Hitler nicht gut, logisch, ja, also bitte missversteht das nicht, um Himmels Willen, ja, weil viele sind auch auf mich zugekommen, ja, wie kannst du Trump nicht verteufeln, Trump ist Hitler. Tut mir leid, natürlich finde ich Hitler schlimm und diesen Trump, so wie er in den deutschen Medien dargestellt wird, ganz schlimm, möchte ich mich von distanzieren, finde ich überhaupt nicht gut sowas, ja, und auch die deutschen Trump-Unterstützer, ja, die da mit ihren Reichskriegsflaggen rumlaufen, schrecklich sowas, natürlich finde ich Neonazis nicht gut, ja, und natürlich finden Neonazis aber natürlich einen Neonazi gut, ja, weil das ist ja, was Trump ist in den deutschen Medien, ja. Aber davon wusste ich ja gar nichts. Ja, ich wusste, ich habe ja nur englisches Fernsehen geguckt oder amerikanisches Fernsehen geguckt und oder eigentlich sowieso nicht wirklich Fernsehen, aber wenn ich irgendwas geguckt habe, dann amerikanische Sachen, ja. Und meistens auch noch nicht mal irgendwie Nachrichtensender oder sowas, sondern ja, da habe ich mir halt angeguckt, was Trump selber so macht, ja. Wie zum Beispiel, ja, sein Wrestling, ja. Gut, das macht er jetzt nicht mehr, aber es ist interessant, ja. Er kennt ja so World Wrestling Federation, hieß das früher, ne? Mittlerweile heißt es, glaube ich, World Wrestling Entertainment. Mochte ich als Kind immer sehr, ja. Und ja, da hat er auch mitgemacht. Und, ja, das zum Beispiel habe ich mir angeguckt, ja. Gut, das hat jetzt natürlich nichts mit Politik zu tun und so. Aber wenn ich mir dann irgendwas Politisches angeguckt habe, dann eben auch irgendwelche Sachen von Trump direkt halt, ne? Und halt, ja, sein Reden. Und ja, was er halt so sagt, direkt, was er halt sagt, ja. Und da ich mir seine Reden direkt angeguckt habe, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er Adolf Hitler ist oder Nazi und Rassist und antidemokratisches Monster. Hatte ich nicht das Gefühl. Das war naiv von mir, ja, direkt nach dem zu gehen, was er selber sagt, weil es offensichtlich, dass er wahrscheinlich lügt oder ein Gehirn wäscht, ja, bin ich jetzt wahrscheinlich Gehirn gewaschen, ja. Aber bitte versteht mich nicht falsch, ich bin nicht böse oder zumindest glaube ich nicht, dass ich böse bin, ja. Ich mag immer noch keine Nazis, ich mag immer noch keine Rassisten und so weiter, ja. Ich bin sehr gegen solche bösen, bösen Sachen, ja. Und denk nicht, dass ich so drauf wäre, ja, bloß weil ich Trump nicht immer verteufelt habe, ja, und denkt auch nicht, dass andere unbedingt so, ja, und das ist ja gerade das Schlimme, dass die Leute so auch untereinander aufgehetzt werden. Das mag ich gar nicht und deswegen wollte ich jetzt da mal was sagen, ja, also bitte habt euch lieb und hasst euch nicht.